Moin Community! Willkommen im Brettspielzimmer. Heute spielen wir unser Lieblingsspiel Die Säulen der Erde mit Erweiterung. Und auf geht's! So, eine kleine Erklärung zum Let's Play. Das Spiel läuft in 6 Runden ab und das jeweils in 3 unterschiedlichen Phasen. Bei diesem Let's Play überspringen wir Phase 1, Baustoffkarten und Handwerker auswählen und die Phase 2, Baumeister einsetzen. Weil wenn ich euch alles zeigen würde, würde das Let's Play Video circa 2 bis 2,5 Stunden gehen. Und darum haben wir uns entschieden, in Runde 1 bis 5 euch nur die Spielphase 3 live zu zeigen, in der die Spielplanaktionen abgearbeitet werden. Von Nummer 1 Ereignis bis Nummer 14 nächster Startspieler. In der 6. Runde werden wir euch alle 3 Phasen live im Let's Play zeigen. Schreibt bitte in die Kommentare, ob euch diese Verkürzung gefällt oder ihr lieber alles sehen wollt. Danke! Hallo liebe Community, willkommen zur Brettspielrunde, Brettspielabend Nummer 4. Wir spielen Säule der Erde mit der Erweiterung, somit können wir es zu 6 spielen. Wir sind auch 6. Und wir lieben es, das Spiel zu 6 zu spielen. Als Startspieler wurde leider ich auserkoren. Vielen Dank, Angela. Und es kann losgehen. Runde 1. Die Auswertung. Wer liest vor? Der kalte Winter bringt eine Hungersnot. Die Erträge aller Baustoffkarten reduzieren sich um 1. Gut, jeder muss eine Baustoffsorte abgeben. Also jeweils pro Runde? Jeweils. Ja, natürlich. Die Arme. Achso, ich schütze mich nicht und nehme mir dafür lieber einen Stein. Also ein Upgrade. Aber wo dürre dieses Jahr? Mann, habt ihr ja Glück. So. Gut, Geld gibt es, ne? Dreimal weiß. Wer hat die weißen? Ich, Christian. Zweimal rot. Zweimal rot. Grün kriegt drei. Gelb kriegt ein. Blau kriegt 7. Alter. War das beabsichtigt? Nö, weiß ich nicht. Als Absicht wird im Strafrecht eine Kenntnis. Alexa, stopp! Sehr gut. 2 Punkte für Grün. Und einen für Gelb. Sehr schön. Das hilft doch. Ach ja, die können wir hier. Wir nehmen die dafür. Du musst noch würfeln, ne? Für die Steuern. Da hinten haben noch eure Bauleute. Ach so. Ali, du darfst jetzt 6 Handwerker besitzen. Okay. Genau. Startspieler, wer war? Ach so, ich. Flo verliert 4. Und Christian bekommt 4. Die sind hier wieder für dich, Christian. Ja. 3 Siegpunkte für Weiß und 3 für Gelb. Du bekommst Frankreich. Genau, du bekommst die Möchtest Karte. Kannst du etwas verkaufen? Nein. Du bekommst deine 2 Arbeiter. Dein Bettler. Okay. Möchtest du was machen? Ja, ich glaube, ich möchte Stein kaufen. Für 4. Okay. Dann fange ich an. Ich verwende meine Arbeiter, um Schreiner, 2-mal benutze ich, 8 Geld für mich. Christian? Ich mache nichts. Kann nichts machen. Ich kriege 2 Siegpunkte. 2 Siegpunkte. Flo macht nichts. Ali, willst du irgendwelche Handwerker verwenden? Was hast du zum Überfüllen? Nur den Stein. Den Maurer. Ja. Stein ein Siegpunkt. Ja, das erscheint mir sinnvoll. Also ein Siegpunkt für dich. Den geben wir dann
wieder zurück. Mhm. Gut, ja. Das war's. Mhm. Joghurt. Ja, von da, ne? Ja, von da. Jede Runde ein, außer der Markt leer ist. Jede Runde ein, außer der Markt ist leer, genau. Null ist ja okay. Runde 2, die Auswertung. Zum Schutz der Kathedrale muss eine Stadtmauer gebaut werden. In der nächsten Runde darf jeder Spieler nur 2 Baumeister einsetzen. Oh, Mist. Ich schütze mich vor diesem Ereignis. Von denen, ne? Mhm. Ja. Ja. Jetzt? Nächste Runde. Okay. Gelb für dich. Der Startspieler Melanie. Blau. Wie heißt das Unglück nochmal? Ja. Zum Schutz der Kathedrale muss eine Stadtmauer gebaut werden. Achso, Melanie auch. So, einmal gelb für orange. Und gelb, ja. Beide so. Dann 5 rot. Wo sind hier denn? 1, 2, 3, 4, 5. Für grün. 7 für blau. Und 4 für weiß. 3 Siegpunkte jetzt für gelb. Einmal für weiß. Und dann wieder würfeln. Oh, ist weiß muss sein. 3. Und blau kriegt 3. Grün kriegt einen Teil. Ein Siegpunkt für weiß. Dann stopp ich Siegpunkt da. Wie kriegst du? 3. 3. Orange. Ein Stein. Das dahin. Möchtest du kaufen, verkaufen? Er darf ja nur verkaufen. Achso, nur verkaufen. Ja. 6 plus 29. Kaufen oder verkaufen? Ich kaufe ein Sand. Für 2. Wie viel Geld habe ich da? 21. Ich baue ja gleich noch was anderes. Nö, bleibt so. Wenn dann die Startspiele. Dann kommen jetzt. Achso, Produktionen, ne? Ja, stimmt. Flo, du bist ja richtig abgegangen, was die Punkte angeht. Ja, das ist. Ja, ich habe aber auch keinen einzigen Typen gekriegt, ne? Melanie, du bist dran. Darf ich jetzt zuerst bleiben? Ja, ne? Nein. Ja, doch. Okay. Was möchtest du betteln? Ein Holz. Fünf, oder? Rot. Das ist 4, ne? Dann habe ich 3 und dann noch 1. Achso, Stein lässt du nicht laufen? Stein lasse ich hier. Okay, ja, dann 4. 4 für Rot. Ja. Gut. Produziere wieder 8 Geld. Hierfür kriege ich 8 Geld. Der gute Schreiner. Und durch den Töpfer kriege ich 2 Siegpunkte. Christian? Ich ergaunere mir durch einen den Statiker. Ach ja. Ich kriege 3 Siegpunkte. Für Orange. Bist du bei 9. Flo? Ach ja, genau, du kannst ja was. Andere Taktik, ne?
Hast du es schon gemacht? Ja, ja, ich bin. Achso, das ja, ist kann, glaub ich, nichts. Ja, ich kann nicht, klar. Ich hab jetzt welche Statiker soll nutzen? Jedes Mal? Nein, nein. Ja, du kannst nur Sachen nutzen, die eine Kapazität haben. Achso. Die Frage ist, kann man das Spiel auch bisschen, wenn man keinen guten Handwerker hat? Das wäre mal eine Idee. Wenn man das Ding hat, hier drauf geht, genau, dann geht. Mal in der letzten Runde kam kein neuer Maurer, sonst hättest du jetzt den neuen Maurer wählen können. Mhm. Das ist halt, was dir jetzt fehlt. Gut, ich nutze mal deinen hier. Ja. Und dann noch einen von meinen. Gut. Noch zwei Siegpunkte. Zwei Siegpunkte für Blau. Melanie? Ach, du hast angefangen. Hast du? Ich hab erst. Du hast nur zwei Siegpunkte gemacht? Nee, vier. Ich war aber bei null. Nein, bei null kannst du nicht vorher gewesen sein. Dann haben wir das übersehen. Das hast du in der letzten Runde gemacht, zwei Siegpunkte. Und du hast diese Runde vier Siegpunkte vier. Gemacht. Vier. Gut. Wann habe ich zwei? Ach, man fängt bei zwei an, ne? Man fängt ja. bei zwei an. Ach so, ja dann. Dann bist du bei acht. Also bist du gar nicht. Ich wollte schon. Ja. Ich denke schon, warum so schnell? Wir hätten jetzt ja auch zurückgehen können. Ich glaube, dann habe ich dir zwei zu wenig gegeben. Ach, guck mal. Oder? Oder ich glaube, wir wurden gar nicht gesetzt. Ich glaube, meiner wurde auch dreimal nicht gesetzt. Das werden wir uns nachher im Video anschauen. Kommen wir zu Runde 3. Die Auswertung. Prior Philipp lässt das Kloster ausbauen. Am Ende dieser Runde darf jeder Spieler beliebig viele Baustoffe aufbewahren und in die nächste Runde mitnehmen. Das ist eine Scheißkarte. Das ist eine richtige Scheißkarte. Voll. Gar nicht schlecht. Oder hier? Ja. Das war doch so, konnte man sich nicht nur vor dem Ereignis schützen oder irgendwie sowas, wenn da dieses Symbol... Nein, nein. Dieses Symbol heißt, glaube ich, schlecht. Guck mal, ob beim anderen auch so ein Symbol ist. Nein. Ja. Aber war das nicht so? Nein, nein, nein. Sicher? Das ist ja, ach so, immer das rote Symbol ist was Positives. Ach so, okay. War jetzt ja was Positives. Ein anderes Spiel, was ich in Erinnerung hatte. Gut. Christian, was für einen Rohstoff möchtest du geschenkt haben? Er will sich ja schützen. Genau, der Schwarze kann da gleich rein. Flo hat drei Mehl. Von den Vögeln schon. Ach, krieg ich ja noch einen. Ach ja, genau. So, Geld. Dreimal orange. Einmal gelb, viermal gelb, Entschuldigung. Einmal grün. Schlechte Ausbeute. Einmal blau. Zweimal weiß. Und sechsmal rot. Zwei Siegpunkte für rot. Einen für weiß. Achso, mein so. Gut. Ui, 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 ui. Christian muss 5 bezahlen. Auch Ali leider. Das sind die Reichen. Die Armen werden wohlhabender. Die Armen. Das hat genau die Richtige getroffen. Ja. Dann wird wieder gekämpft. Eine Robin Hood-Runde. Ja. 3 Siegpunkte für Weiß. Ein für Blau und 2 für Gelb. Deine Einmalkarte hat niemand. Dein Mörtelmischer. Danke dir. Achso, verkaufen. War jemand auf Verkaufen? Niemand, nein. Nein. Gut, dann erstmal produzieren. Du warst Startspieler? Mhm. Dann fang mal an. Ich erbettel noch einen Stein. Jetzt geht's los bei mir. Das sind dann 4. Und 7. Oha. Für Rot? Mach noch einmal kurz. Mach. Ja, okay.
wollte noch was anderes machen, aber egal. 7 hast du. Ich nehme wieder 8 Geld. Und 2 durch den Töpfer und 3 durch den Zimmermann, also 5 dazu. Ich hänge total hinterher. Ich mach 3, 2 durch den Vogel, 1 durch den Vogel, 1 durch den Vogel. 4, was? Was? 1, 2, 3. Ach so. Ja, gut. 15. Ich mach 4. 13. Flo? Nichts. Warte. Ali? Ich mach 1, 2, auch 4. 4. Die nächsten Runden werden es entscheiden. Das ist meistens immer so. Runde 4. Das Ereignis. Präsentiert von Flo. Jeder kriegt ein Metall. Mann, haben wir jetzt viel Stoff. So. Genau. Du kriegst den Sandmann. Sally für Ali. Jetzt gibt's ja. 3-mal weiß. Geld ohne Ende. 2-mal gelb. 1-mal grün. 3-mal blau. 2-mal rot. 3-mal orange. 2 Sekunden für rot. 1-mal weiß. Steuern. Ja. Christian zahlt wieder 5. Immer wenn Christian. Zweimal hintereinander. Das haben wir sonst nie, Maximum. Ne? Nee. Das sind 3 immer. Krieg. 3 für Christian, also weiß. 1 für Flo. Frankreich. An welcher Stelle sind wir gerade? Wir sind jetzt hier. Okay, 9e, ja. Ich schmeiße den Mörtelmischer weg. Flo, einmal nach hinten. Wo sind eigentlich die 2 Arbeiter? Die anderen 2? Die anderen 2 sind da, die kommen gleich zurück. Ach so, okay. Wem gehört der Bildhauer? Das ist meiner. Dann nimm ihn dir doch. So, möchte jemand kaufen oder verkaufen? Von ja, ach so. Wie gesagt, erst entweder kaufen, verkaufen und dann ist Christian dran mit verkaufen. Nein, ich möchte nicht. Gut, 8 Euro. Für was? 8. 8 weiß. Ach so. 11. Ja, für 8 Geld, 4 Siegpunkte. Ein guter Kurs. Achso, produzieren wir, ne? Genau, Angela, beginn mal. 2, 3, 4, 5. Flo? Guck dir einmal Christian, der gibt dir 2. Mhm. Du bist wer? Gelb. Und dann 3, 5. Also 8? 5 insgesamt. So, ich hab 6. Ich hab dann ein Holz. Dann hab ich 5. Gut, ich setze jetzt erstmal einen Goldschmied ein. 12 Geld weg. Grün ist? Grün. Vier Siegpunkte, Christian. 2 über den Schreiner. Nein, Entschuldigung. 1 über den Schreiner. 3 über den Zimmermann. Und 2 über den Töpfer.
und 4 Geld. 1, 2, 3, 4, 5. Kommen wir zur fünften Runde. Das Ereignis ist... Jeder Spieler erhält 5 Gold. Oha. Oha. Sehr schön. Der andere kannst du alle nachziehen, genau. Das war mal ein Geschenk. Christian. Ich gucke schon mal für die nächste Runde an. Oder was soll der hier? Ja. Okay. Danke. Okay, okay, okay. Zwei Siegpunkte für Weiß. Zwei Siegpunkte für Gelb. Noch mehr Geld gibt's jetzt. Ja. Ich mache mal 3 für mich. 19. 4 für Weiß. Hallo? 19 ist aber der Blaue. 19. Hä? 19 ist der Blaue. Ach so, Entschuldigung. Genau. So. Zweimal, zack. Das ist ein Einer, ne? 2. 23 war das, ne? Ja. Und blau. Ein. Nee, war so. Ich nicht gerade erst auf 20? Der stand wo? Dann bin ich bei 22. Ach so. Grün. Danke. Blau. Dann würfel mal. 2. Grün muss 2 bezahlen, ne? Genau, ich setze es nicht ein. Ich bezahle lieber 2. Wir haben ja genug Cash. Das fehlt noch gut. Blau kriegt 2 Geld. Oh. Du kriegst das ja, ne? Ach ja, stimmt. 1 Siegpunkt für dich. Für Orange. 1 für Grün. 2 für Blau. Für mich 3 Siegpunkte. Die Maria. Die haut immer rein. Hey, Vogel. Jawohl. 5 darf ich haben, ne? Ja. Passt genau. Du hast echt noch keinen. 2 Mitarbeiter. So. Ich bin zuerst dran. Genau, du darfst shoppen. Ich muss jetzt aber mal eben einmal... Aber erst eine Sorte, ne? Ja, ich kaufe aber 2 Sand. Sure. Das darf ich aber, ja, ne? Eine Sorte. Ja, ja, genau. Okay. Dann kaufe ich erstmal noch ein Holz für 3. Und jetzt müsste ich 15 haben, ne? Ja. Und jetzt verkaufe ich dich. Jetzt Produktion. Ach so. Ja, so, ich kopiere jetzt seinen... Ach nee, so. Das sind 3. 4, 5, 6, 7, 8. Das ist nicht so viel. Du musst dich verzählt haben. 2, 3, 4, 5, 6. Du hast doch 2 Steine abgegeben, richtig? Ach so, ja, stimmt. Ja. 6, ja, dann ein mehr. Ein mehr. Ich krieg 10. Dass du aufpasst. Ich will ja eine starke Konkurrenz belebt das Geschäft. 10, krass. Ich nehme schon mal den Nachschub für nächste Runde. Ja, für mich ein Holz rüberwerfen. Nämlich Paddy. Ich verkaufe für 11. 11. Das ist auf jeden Fall mal ein Sprung. Warum mit der Ehre? 6, 8. 8. So. Ich mache erstmal 8. Achso, ich habe ja schon genug Geld. Erstmal 12 Geld abziehen wieder.
4 Siegpunkte, Christian. Flo, jetzt wieder 8 Geld dazu. Und 5 Siegpunkte. Diesmal gibt es die volle 6. Runde mit Phase 1, 2 und 3. Ja, das Feld ist recht eng beieinander. Schauen wir mal, was passiert. Die Glücksfee bei den Handwerkern war Ali und Melanie ist Startspieler. Auf geht's. Der ist richtig gut. Den hier mit der Gehhilfe. Und du hast 10 Siegpunkte. Ja, aber du hast keine Rohstoffe da, leider. Das ist irgendwo, die kriege ich auch nicht alle. Und der ist halt geil, wenn man da Frankreich mit benutzt. Mhm. Kann man einmal. Kannst du auch selber machen, ne? Mhm. Du kannst den auch nehmen und Frankreich dir holen. Ja. Tja. Ja. Ach ja, wichtig noch, wenn man einen Arbeiter in dieser Runde nicht einsetzt, gibt es einen Siegpunkt extra. Warum so? Ein Baumeister. Weil ja sowas und sowas oder die beiden Felder sind ja raus, diese Runde. Die bringen ja nichts mehr. Ich kaufe den. Melanie. Was soll das? Wie viel kostet der? 10? Ja. 10. Was mache ich? Ich kaufe den Gärtner und schmeiße dafür den Schreiner weg. Ja, den Bildhauer. Hast du nicht einen Bildhauer schon? Ja. Ja, macht eben die Powerproduktion. Ja, nun, ich... Ja, du kannst ja auch immer noch Rohstoffe einkaufen, ne? Ja. Ja. Flo, Melanie hat sich den Glockengießer genommen, ich den Gartenbauer und Christian den zweiten Bildhauer. Sind alle weg? Ja. Sauber. Ja, von Sekunden. Das war der Ausverkauf. Ein mehr. Ja, das war richtig. Schon wieder bist du in meinem Wald. So geizig sei ich hier. Komm her. Ja. Das ist schon richtig. Den Sechserwald bitte. Also ich brauche noch Steine, aber... Ich muss hier verkaufen. Ah. Oder tauschen. Oder. Ja. Irgendwie komme ich schon an Stein ran. Denke ich auch. Sand haben wir auch noch, ne? Ja. Mhm. Zweier Sand. Kannst du mehr, ne? Nee, ich habe alles weg. Achso. Ja. Dann. So! Jetzt wird's spannend. Komm schon, Melanie. Das bin ich, ja? Nee. Der ist Erster. Und jetzt darf man sich dann noch als Erstes was aussuchen. Ja. Gut gemacht. Nee, nein, ne? Nicht. Ist nicht gut. Also nee. Ich sehe gerade, dass es den gibt. Den hätte ich sofort genommen. Wäre ein schönes Upgrade zu meinem Töpfer gewesen. Christian, der wäre für dich interessant. Du hast noch Metall. Oh, ja. Okay. Nein. Darf ich ja? Für Sie? Ja, darf ich. Du darfst, du musst dürfen. Nimmst du. Achso, danke. Den hier, ne? 6 Punkte? Nee. Nee, nee, nee. Der ist nicht gut. Also ich würde auf Steuern sparen an deiner Stelle. Ich würde Starspieler machen. Ja. Also wenn du den nicht nimmst. Ja, wäre schon blöd. Weil du hast Metall, ne? Ja, ich weiß. Wie gesagt, diesmal ist das hier super interessant. Ja. Oh, das bin ich. Oh, was ein Zufall. Das ist wirklich ein Zufall. Für 6? Natürlich. Nimmst du? Ja, muss ich. Das ist auf 7. Das ist schon wenig, aber... Wie gesagt, hier 2 Rohstoffe deiner Wahl. Außer Metall. Außer Metall, richtig. Aber ich brauche ja Metall.
Da hinten gibt es auch Metall, ne? Ja, aber das ist ja ein Steuern sparen lassen. Mhm. Christian, hier, einmal bitte. So. Gelb? Oh. Jawohl, nimmt gelb. 3 Siegpunkte? Nein. Ja, das ist auch immer. Sag ihm das doch nicht immer. Ich will ihn. Vielleicht will ich ihn ja auch dahin schicken. Da gibt es 4 Siegpunkte. Ach, ich weiß. Ich will die. Oh mein Gott. Ich will die haben. Oh, den will ich jetzt auch so gern. Ah, das würdest du. Das klappt aber leider nicht. Her damit. Scheiße. Boah, das bringt Flori. Das bringt jetzt richtig nach vorne. Das sind jetzt 7 Siegpunkte, die er in einer Runde gemacht hat. Zusätzlich. Oh, Scheiße. Vielleicht nimmt er das gar nicht. Nee. Ich wüsste. Doch nimmt er. Komm schon in den Schwarzen, der muss sich doch mal für irgendwas lohnen. Einmal hat er bis jetzt. Oh. Christian. Scheibenkleister. Frankreich. Mist. Christian muss 3 bezahlen, bitte. Achso, ja, stimmt. Weiß. Dankeschön. Für 2. Stein brauche ich nicht. Metall brauche ich nicht. Ein Siegpunkt brauche ich nicht. Egal. Steuersparen habe ich ja. Denn ist er ja. Fehlt da nicht der Riss noch übrig? 2 Rohstoffe. Das wären die hier. Wie viel Geld habe ich? 19. Mhm. 19 und ich bekomme 4. Hast du? Grün muss eingesetzt werden. Was hatte ich das gekostet? Nein. Doch. Habe ich abgezogen 2? Ich weiß es jetzt gar nicht. Nein, nicht. Ich glaube, ich habe also abgezogen. Hast du? Zieh ab. Ich glaube, ich habe abgezogen, aber ich weiß es nicht. Soll ich dir einen abziehen? Ja, ziehen. Ich weiß es nicht. Ja, ich hab nichts abgezogen. Wenn du das gemacht hast, mach es ein. Ja, ja, aber ich habe nicht. Einen jetzt. Info an uns und an euch. Videobeweis. Ja. Der 2. in diesem Spiel. Blau für 1. Nein, endlich. Nimmt er, ne? Für 1 nimm mal immer. Hast du 1 gemacht? Ja, das habe ich jetzt nicht mal gemacht. Orange. Ach, vorher nicht mehr. Blau vorne einsetzen, bitte. Check. Christian? Nicht so schlecht, deine Wahl. Nur verkaufen? Ja. Einkaufen. Was bringt er mit Gold nachher, was man noch hat? Nix. Ja, gar nichts. Bei Gleichstand nix. Gewinnt er mit mehr Gold. So wahrscheinlich der Siegpunkt noch am Sinnputzen. Ja. Siegpunkt ist immer gut. Ja. Der Schwarze. Der Schwarze. Ist der Letzte, ne? Ist doch darf super. Darf ich den benutzen noch? Ja, klar. Ach so. Cool. Ja, toll. Warte, es gibt auch noch das Ereignis, Freunde der Sonne. Ja, ich muss jetzt erst noch. Den brauche ich dafür. Wie viele sind noch drin? 2. So. Meiner und? Oh, ich. Nee, doch. Ja. 2 Sand kaufen, ja oder nein? Wenn 2 Sand besser sind als 1 Siegpunkt, dann würde ich es sofort machen. Nö, kommt auf dasselbe hinaus. Ja. War nicht blöd. Kommt eigentlich nur eine Runde oder ist die letzte? Das ist die letzte. Okay. Hier auf fast einen Siegpunkt nehmen. Oder sehe ich noch irgendwas Sinniges? Hä? Wo siehst du den? Nee, wenn du den nicht. Einfach hier hinstellen, gibt es einen Siegpunkt. Ja, die Steuer? Ja. Du kannst ja schon genug Geld, ne? Ja. Hast du genug Geld? Wenn du 5 verlierst, ist es ja auch nicht schlimm. Ja. Na, dann. Siegpunkt. Der Weiße. Siegpunkt. Ich gehe den Markt. Siegpunkt.
Hoffe ich mal, dass das sinnvoll war. Schon einmal. Was? Kriegst einen Rohstoff, ne? Oh. Letzte Runde Ereignis. Der Bischof stiftet der Kathedrale eine Madonnenstatue. Für jeden Spieler erhöht sich die Kapazität eines eigenen Handwerkers um eins. Yeah. Gilt nicht für den Orgelbauer und Glockengießer. Das ist so fies. Also die Kapazität erhöht sich also von fünf... Nein, von einem. Von einem. Oh, von einem. Ja. Aber du kannst ja noch shoppen, wenn du was hast. Ja, das Problem ist, dass ich... Ja, das dass du kein Geld nicht. Hast, ne? Toll, überhaupt gar keinen Rohstoff mehr. Ja, nimm doch einfach. Kannst du den Sack packen, dann sind die schon mal weg. Kann weg, ne? Ja, ja. Jetzt gibt's noch mal Cash. Zwei für Rot. Für Grün. So, drei Steuern. Punkte für mich. 30 Punkte. Und wer war das andere, den du reingepackt hast? Der hier stand? Blau. Ja. 5 Steuern. 5 Steuern? Ja, ei, für ei, alle. Ei. Bis auf. Warte. Einmal steuerfrei. Und wer hatte die 2er-Steuerkarte? 7. Ali nur 2 runter. 2 runter? Warum? Ali, das, ja, nee. Das sind 5 so. Runter. Der Orange geht 5. Auf 5. Der ist dann auf 5? Nein, 6. 6. Und Ali nur 2. So. So, dann ein Siegpunkt für Flo. 2 für Adi. Mein Kollegen kann ich schon mal nehmen. Christian. Ich nehme mir. Kann ich auch noch einen kriegen? Achso, Entschuldigung. Oh. Weiß, kriegt auch noch einen. Ich nehme mir ein. 2 Holz nehme ich mir durch ihn hier. Aber nicht vom Markt, oder? Nein. Weiß darf zuerst kaufen oder verkaufen. Ja, stimmt. Durch die 5 Steuern kann ich mir nichts mehr leisten. Also kein Schuss. Blöd gelaufen. Mhm. Ja. Dann ist rot. Was kosten die Steine? 5, ne? 4. 4. Einen Stein kaufen. Du bist durch ihn ja noch. Ich kaufe auch einen Stein. Kaufst auch einen Stein. Wieso? Ja, dann möchte ich noch einen Stein haben. Wo sind der Stein jetzt hin? Das 10 habe ich gekauft. Das kostet dann so ein Ding hier. Aber das kann ich das verkaufen? 5, ne? Ja, 5. Ja. Mach doch einfach. Kriege ich 5. 5 habe ich 8. Kriege ich davon noch 2 von den Dingern? Stimmt, ne? Ja, klar. Jetzt darf Ali noch eine Karte benutzen. Mhm. Oder? Ja. Du darfst jetzt shoppen, wie du willst, mit deinem Geld. Okay, ich kaufe. Ach, er ist als letztes aber dran dann. Warte mal. Aber er kauft aus dem Wald, ne? Ach so. Also ja. Du dürftest auch Stein kaufen, wenn so? Du noch Stein ja. brauchst. Ja, wirklich? Ja. Okay. Das ist das Gute an der Karte. Genau. Also 6 macht... Schon mal 30 Punkte. Ja. Und 6 sind nur 18. 18, also kann ich noch einen. Dann fangen wir jetzt mit Männern an. Ich habe 16. Was? 49 könnte fast ein neuer Rekord sein, ne? Nee, glaube ich nicht. Das war ach stimmt, wir waren schon mal um eine Ecke oder weiter um eine Ecke. Um eine Ecke sind wir so. Ja, ja. Ich glaube, du warst schon mal fast bis am Ende. Nee, bis ans nee das haben wir noch 60 nicht. Aber noch über 50 gepackt. Hatte schon mal jemand. Ja, 50 ja. klappt vielleicht. Wo sind eigentlich die Karten hingekommen? Ja, die wurden noch genommen. An die Handwerker. Einen hast du bekommen und einen habe ich bekommen. Ja, und wo liegt meiner? Ist der das hier? Da. Da ist er doch. Nein. Nein? Ich du hast meinen bekommen, oder nicht? Hast du ihn bekommen? Ja. Ja. Ich schmeiß mir den weg. Stimmt. Entscheid. Hast du nicht 6 Handwerker?
Was? Ich habe den jetzt abgegeben. Aber hast du ja immer noch 6. Deswegen hat sie wahrscheinlich aus Versehen den falschen weggeschmissen. 1 oder 6, korrekt. Hey, jetzt bin ich verwirrt. 6. Du hast eindeutig zu viel Arbeiter. Hatte ich die ganze Zeit dann zu viel? Nein, ich glaube, du hast 2 in dieser Runde bekommen. Nee. Ist egal, schmeiß einen weg. Schmeiß den Orgelbauer weg und dann ist das in Ordnung. Ich glaube, ich hatte die ganze Zeit zu viele. Noch ein Videobeweis. So, Videobeweis 3. Ich glaube, gar nicht. Wir fragen mal nach Köln. Ja, aber die beiden habe ich hier ja nie benutzt. Also wenn dann nein, die ja. Ja. Ups. Angela, jetzt weißt du, du kannst dir jetzt intensiv das Video angucken und dann gucken wir, wer hier schummelt. Alle wollen. Robert ist. Okay, ja. Erstmal der Garten, Heini hier. 5 Siegpunkte. Grün. Ja. Töpfer, 2 Siegpunkte. Der Zimmermann, 4 Siegpunkte, da habe ich die Erhöhung drin. Und jetzt haust du dein jetzt Geld noch raus. Jetzt kriege ich noch 4 Geld und ziehe 12 Geld ab für 4 Siegpunkte. 12 Geld minus 26 sind 14. Oh, das ist schwierig einzuholen, oder? 51. Gut, Christian. Ich habe meines Erachtens 48, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 48. Für was? Ja. Das ist aber knapp. Ich glaube, die Maria hat mir den Arsch gerettet. Hättest du mir eine 5 gewürfelt, hätte ich mir noch einen Stein leisten können, wäre ich auf 50 gewesen. Oh. Hätte sie nicht die 5 gewürfelt. Denn dadurch konnte ich mir keinen Stein mehr leisten. Dadurch hätte ich nur 3 Euro. Ah, ja, das ist ja. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13, 14. 14. 42. Das ist wenig. Ja, ich die Kapazität noch ein. Gibt 6. Oh. Gibt 12. Gibt plus 4, 16. Ein dazu, 17. Das ist auf jeden Fall. Wie viele Punkte sind das? 53. 17. Mach ich mal in Klammern. 6, 7, 11. Das war der große Vorteil, dass ich wusste, was für ein Ereignis kommt. Ich wusste ja schon, dann habe ich natürlich einen Rohstoff schon mehr gebunkert. Ne? Was? 44, ne? Und ich habe hier den Siegpunkt noch mehr bekommen. Und wie immer am Ende des Videos, ich freue mich über einen Daumen hoch, über ein Abo und selbstverständlich schaut meine anderen Videos an. Stellt mir Fragen, schreibt mir Kommentare. Ich sehe euch in der Zukunft.